Begeisterung, Teamgeist und pure Leidenschaft. Bei der inklusiven Basketballgruppe des TSV 1880 Schwandorf gibt es keine Grenzen. Hier ist Inklusion im Sport mehr als nur ein Schlagwort, sondern vielmehr gelebte Realität. Die Schwandorf Tigers, das ist der Kampfname der Basketballer, eine einzige Erfolgsgeschichte. Ja gut, der Grund, wie gesagt, steht neben mir, das ist mein Sohn, der Michael, gell? Der spielt einfach gern Basketball. Und wir sind 13 Jahre lang auf Amberg gefahren, ist doch eine ziemliche Strecke. Und da haben wir gesagt, gut, sowas müsste eigentlich auch in Schwandorf möglich sein. Und dann habe ich die Anfrage gestellt beim TSV 1880 Schwandorf. Und die haben gesagt, gut, wir probieren es einmal. Und da haben wir die Gruppe gegründet im November 2017 mit 4 Leuten. Und mittlerweile sind es ungefähr 30 Aktive. Also das ist jetzt, hat sich eine Entwicklung genommen, wo man vorher nicht geklappt hat. Dieses beeindruckende, rasante Mitgliederwachstum spricht also für die Arbeit der Verantwortlichen. Sigrid Markgraf-Frank ist dabei nicht nur Trainerin, sondern allgemein eine der treibenden Kräfte hinter dem Erfolg der Oberpfälzer. Die Offenheit und Begeisterung ihrer Spielerinnen und Spieler sind für sie der Grund, warum sie sich Woche für Woche auf die Basketballstunden freut. Also das Schönste ist einfach die Wärme und das Annehmen. Also die akzeptieren jeden, egal wer du bist, wo du herkommst, freuen sich, wenn du da bist. Freuen sich auch über Anweisungen, wenn man mal sagt, du pass auf, wenn du es so und so machst, wird es vielleicht besser. Ja, und allgemein, dass sie untereinander auch so herzlich sind. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Begeisterung aller Beteiligten reicht allerdings weit über das Basketballtraining hinaus. Seit ihrer Gründung haben die Tigers nicht nur Kegelturniere veranstaltet und Grillfeste organisiert, sondern auch gemeinsam auf einem Diskoschiff die Donau unsicher gemacht. Allgemein steht für die Spielerinnen und Spieler im Alter zwischen 14 und 61 Jahren nicht nur das Sportliche, sondern auch das Gesellschaftliche im Vordergrund. Also es macht Spaß, mit anderen zu trainieren. Und dass du halt andere, also dass du halt neue Leute, also neue Leute kennenlernst. Mir gefällt das super. Vor allem, man lernt die Leute kennen. Vor allem beim Turnieren lernt man andere Leute, Mannschaften kennen, wo man Freundschaft aufbauen kann. Also es ist super, es macht auch wirklich viel Spaß. Vor allem auch, wie er schon gesagt hat, bei den Turnieren. Da ist es auch nicht so, sage ich jetzt mal so, Hassack aufeinander, sondern das ist einfach wirklich auch in den Turnieren alles familiär untereinander. Ja. Und das ist halt einfach super, weil das findest du heutzutage halt fast nirgends mehr. Und das macht halt einfach echt viel Spaß. Im Training macht mir eigentlich Spaß, weil immer so viele kommen und darf man halt zusammenhalten. Und dieser Zusammenhalt führte die Tigers 2022 zu ihrem bis dato größten Erfolg. Bei den Special Olympics Deutschland in Berlin erkämpften sie sich mit ihren zwei Teams sowohl Gold als auch Silber. Ein grandioser Triumph, der sich dann auch bei den Special Olympics Bayern wiederholt hat. Ja, also Special Olympics war natürlich für alle das absolute Highlight. Und die Emotionen sind natürlich grandios gewesen. Und weil wenn man sieht, mit welchem Enthusiasmus die da alle dabei sind, mit welchem Herzblut. Und das Schöne ist das ist alles so herzlich, so familiär und das macht es einfach besonders. Diese Kombination aus der sportlichen und sozialen Arbeit führte dazu, dass der Verein vor kurzem mit dem Quantensprungpreis des Bayerischen Landessportverbands ausgezeichnet wurde. Bei einer feierlichen Gala in der Spielbank Bad Kötzting erhielten die Verantwortlichen einen Scheck über 4.000 Euro. Ich muss sagen, das ist ein großartiger Preis und wir sind so dankbar, dass wir diesen Preis erhalten haben, weil er zeigt uns, wie ich schon gesagt habe, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Diese Unterstützung brauchen wir dringend, weil sonst würde die Inklusion tot sein. Das heißt, wir wollen ja, dass die weiterlebt. Die Inklusion soll keine Illusion bleiben. Diese Auszeichnung, auch ein kleines Dankeschön für das Herzblut und die vielen Stunden Arbeit, die alle Beteiligten in dieses Projekt und das gesamte Vereinsleben stecken. Und auch wenn bei den Tigers nur Fußgängerinnen und Fußgänger mitmachen können, gibt es beim TSV 1880 Schwandorf auch noch eine eigene Rollstuhl-Basketballgruppe. Hier findet also jede und jeder Sportbegeisterte seinen Platz.